DATEV Magazin TV, das Magazin für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Sie werden Generation Y genannt. Sie sind gut ausgebildet, technikaffin, zwischen 1980 und 1999 geboren, die erste Generation der Digital Natives. Das Y heißt im Englischen Y. Y wie die Frage nach dem Warum. Und genau die stellt die Generation Y. Sie arbeitet lieber im virtuellen Team statt in klassischen Hierarchien. Anstelle von Status und Prestige rückt die Freude an der Arbeit in den Mittelpunkt. Es ist eher das Musterbild der sanften Karriere. Das heißt also, Beruf und Privatleben sollen vereinbar sein. Was letztlich auch bedeuten kann, dass jemand freiwillig die letzte Karrierestufe nicht erklimmt. Professor Horst Opaschowski gilt international als Mr. Zukunft. Seit 4 Jahrzehnten erforscht er Trends und gibt Prognosen über die Entwicklung ab. Eines seiner Bücher, Deutschland 2030 – Wie wir in Zukunft leben, beschäftigt sich auch mit der Arbeitswelt der Zukunft. Wenn Sie sich heute Silicon Valley ansehen, da hat man ja den Eindruck, die haben gar kein richtiges Zuhause, sondern ihr Zuhause ist der Arbeitsplatz, weil alle Annehmlichkeiten dahin verlagert werden, aus gutem Grund natürlich, weil dann die Arbeitsmotivation größer ist. Also immer mehr Freizeitelemente dringen in den Arbeitsalltag, machen ihn relativ erträglich, ja wenn nur die Leistungsverdichtung nicht wäre, die ja eben auch mit den negativen Zeichen besetzt ist, nämlich Burnout und Überforderung. Billard im Büro für die kurze Pause zwischendurch, der Yogakurs für Mitarbeiter, aber auch 24 Stunden Erreichbarkeit. Nicht nur die Arbeitswelt der Zukunft wandelt sich radikal, mit ihr auch die Welt von Handel und Industrie. Davor haben wir natürlich am meisten Angst, dass die Maschine eines Tages intelligenter ist als der Mensch. Ich glaube, das können wir noch auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Aber natürlich leisten Maschinen etwas, wovor einem schon bange werden kann. Also wenn im Schuhgeschäft dann vielleicht demnächst der 3D-Drucker steht, der meine Sportschuhe nach individuellen Maßen produziert, nichts mehr importiert, exportiert werden muss, das kann die Industrielandschaft schon grundlegend verändern. Bei aller Automatisierung. Wenn es im Jahr 2030 nicht zu einem katastrophalen Mangel an Fachkräften kommen soll, muss die stille Reserve mobilisiert werden. Dazu zählt Horst Opaschowski Zuwanderer, junge Frauen und Mütter und ältere Arbeitnehmer. Wenn Sie einen Blick in die nahe Zukunft werfen, die nächsten 10 bis 20 Jahren, dann kann ich eindeutig prognostizieren, es kommt der flexible Ruhestand. Menschen können selber entscheiden, ob sie früher aufhören oder länger arbeiten wollen. Das heißt, viele werden auch über 63, über 65 bis 70 arbeiten wollen und auch arbeiten müssen, um ihren Lebensstandard zu halten. Im September und im November wird Horst W. Opaschowski auf den DATEV-Kongressen in Essen, Stuttgart, Berlin und Nürnberg in die Zukunft blicken. Sein Vortrag: Deutschland 2030 – Arbeiten und Leben.